eins weitergehen. Einmal neu würfeln. Und drei. Tirek. Also ein Gerugon mit nicht ganz so viel Moral. Sehr erpicht auf Kampf. Ja, sogar noch mehr als Gerugon. Also Gerugon kämpft, wenn es um eine gute Sache geht. Tirek kämpft, wenn ihm gesagt wird, geh, kämpf. So, wir sollen auf die Flaschen schießen. Und ja, es hält sich in Grenzen, was ihre Schusskünste angeht. Einmal nachladen, bitte, danke. Eigentlich. Das sind jetzt nur Menschen, das heißt, wir können die raushauen. Da ist einer, da ist noch einer. Hey, where you going, man? Ja, warte, warte, die anderen würde ich ganz gerne. Nom nom. Kann ich nicht. Darf ich nicht. Soll wohl so sein. Kampf ist nicht die einzige Lösung für brenzlige Situationen. Sie können im Dialog auch ihre Begabung, Fähigkeit und Disziplin einsetzen. Blut trinken rot, Überredungskunst blau, Verführung lila und Einschüchterung grün. Na, okay. Besser. Waffen sind, also Fernkampfwaffen sind echt nur nicht so ihr Ding. Oh, wo ist sie wieder? That's it, kiddo. Just like that and it's all over. Everyone slinks back to their corners of the city for the night. Dieses Blutdrama geht doch sicher weiter. Until the next night when the Camarilla finds some way to strike back. Parry, dodge, spin and all that and so on and so on and so on. Das sind die nächtlichen Schlachten des uralten Spiels. Well, to be honest, you came at an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabbat. Well, in L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Die Hölle ist mein ewiger Wahnsinn. Oh, boy. Oh, I think they're looking for you outside. Guess you got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but... Ah, hell, you'll figure it all out. Na, mal gucken. Das werden wir. Hier hast du deinen Ballermann. If you make it back, stop in at the last round. It's this bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Now that's the stuff that'll kill you. Good luck. Meine ich, sehe nicht dort. Taxi sagte, wir haben nichts mehr, was wir noch mitnehmen könnten. Ne, anscheinend nicht. No. Ja, wir haben ein Apartment. Also, ein Zimmer. Gammelige Küche. Oh, mit Blut. Blut kommt mit. Sonst noch irgendwas Interessantes? Hello, L.A. You're up way past your bedtime, aren't you? Hope you've slipped into something comfortable. Gammelige Pizza. If you're new to town or just new to this whole radio thing, Bitte komm umgehend in mein Haus nach Downtown und besuch mich. Ich gebe dir dies als Wegweiser. Dunkles Blut, unser Fluch, etwas Licht, dies Gedicht. Große Macht, trotz deiner... Tirek hat keinen Bock, das zu Ende zu lesen. Eine Armadur, die können wir verticken. Druck. Fernsehen nicht, Computer-Hack natürlich auch keinen Bock, noch mehr Zettel,
Passwort für den Computer. Ja. Nö, er hat Hunger. Hau ihm ab. Nachbarn, hallo, sagen. Nein, man sollte nicht bei sich zu Hause in der Umgebung treten, ne? Nee. Das weiß selbst Tirik. Ausgekratzt, das ist unser Briefkasten. Cemetery runoff congealing at the door. Was? Cemetery. Was? Das ist noch eine neue Stimme im Kopf. Aber Tirik will das im Vorschlag schnappen. Hey, hey, lady. You got some change, lady? Was wohl sonst sollte an meiner Türschwelle auftauchen als eine fette, saftige Fliege? Das bist du. Du bist das. Guckt gerade irgendjemand hin? Nö, ne? Nicht töten, nicht töten. So. Na, schon besser. Hat sich also gelohnt, rauszugehen. Diese Handel in der Wohnung mit dem Computer und den ganzen Zettelkram, das darf sich eine andere angucken. Oh. Was ist denn da los? Blut. Wow. Es scheint sehr windig zu sein. War das gerade mit dem Typen hier, da wo die Blutlache ist? Und eine sehr auffällige Blutspur. Ha, mach die Tür mal zu. Kein anderer hier? Hey du. Those mothers rip me off. I'm dying here. Bist du der geflügelte Gott? Mercurial, that's what you mean. Oh, shit, you're a Malkavian, aren't you? Damn, that's the last thing I need. I'm bleeding all over the carpet. I can't even understand what the hell you're saying. Du musst nur deine Augen öffnen. Jetzt erzähl mir deine Geschichte. What is this lump? Is this my rib? Oh, holy shit. My rib is poking through my side? Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Du bist ein dummer, sterbender Mann. I'm lying here bleeding to death, and you're cracking wise? And this crap. Dances in the dark. Wer brachte dein Fleisch zum Schrein? Goddamn chemist. Can't trust any operators in L.A. I verified him. Organization seemed reliable. Guy mixes up speed. His crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junky pricks. Hit me with a bat. It feels like I got a friggin' horse kicking it. Never should have gone alone. Amateurs and father dances in the dark. Those cocksuckers. He rotten left me for a stiff. I had to crawl to my car, crawl my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit, they got the money, they got the astrolite. Vampirblut? Du hast Vampirblut in dir? Wo sind die Dämonen, die dich angegriffen haben, Merkur? Tirik will prügeln. A small time sons of bitches live out in a dump on the beach. Four or five of them. The one's got the explosives is Dennis. Got my money too, that prick. Also Tirik darf gleich ein paar Leute verprügeln. Es gibt Kohle und irgendwas, mit dem man Dinge in die Luft jagen kann, namens Astrolite. Das klingt doch super. Wie kommen wir denn in die Knaller? Gotta get it back from him. Maybe reason with him, maybe break in. I don't know. I want to kill him. Do whatever you people do. I blew it, I know. Ich hol jetzt die Knaller und dein Gold. Hmm.
Ja. One more thing. About the deal. I mean it. You tell anyone about this, I'm dead. I'm begging you. I got a way of getting people what they need. You don't say anything, I can help you out. Ach so, er könnte Stress mit dem Prinzen bekommen, wenn das rauskommt, hm? Ja, darf sich auch einer drum kümmern. Tyrik ist sowas vollkommen egal. Politikgespiele, ja. Das ist eher was für Talana oder diesen Elias-Typen oder Albert vielleicht. Wobei Albert auch nicht wirklich. Deine Worte werden gewogen werden, Merkuli wohl. Hast du noch irgendwas von Wert hier drin, das man mitgehen lassen könnte? Na, na. Solltest du vielleicht irgendeine Putzfrau rufen, weil das ist doch ein wenig auffällig hier. Alles andere ist abgeschlossen. Kommt man irgendwie rein? Na. Dann halt raus. Am Strand, sagt der gute Mann. Und anscheinend hat er uns erwartet. Also es war jetzt ein guter Zufall, dass Tyrik da reingestolpert ist in Ashs Körper. Mhm. Also diese Notiz hatte wahrscheinlich irgendwas damit zu tun, die in einem Apartment war. Oh ja, Tyrik schaut sich jetzt um und sucht den Strand. So wirklich auskennen in der Nachbarschaft tut er sich nicht. Public Beach Access, das klingt doch gut. Rechts rum. Und so, hast du überhaupt irgendeine Waffe? Ja, du hast nicht den Baseballschläger. I've seen a lot of shocking things in my time on the force, but that pier, that's the kind of thing that makes you lose your faith in humanity. I gotta say, it's the second worst thing I've ever seen. Poor bastard down there is torn in two. Polizisten sind auch schon mal näher, also muss vorsichtig sein, nicht zu auffällig sich zu verhalten. Aber die gucken hoffentlich nicht bis auf den Strand runter. Oh, wo sind die Gerde? Up there, through that chain link gate and up those stairs. Huh? Ah. Sind es gar die Dämonen, die den leichtfüßigen Gott zerbrochen haben? Those men you are looking for. Du siehst die verknoteten Fäden meiner kommenden Tage. Sprich doch weiter. Sie scheint auch irgendwie eingetitscht zu sein wie Ash. Never mind. You wouldn't understand. Ich glaube, Ash versteht sie besser als jeder andere hier. Möge der Mond deinen Vater, hellen Schattenseherin, leb wohl. Sie sollten uns merken. Sie könnte noch interessant sein, weil sie ist ein Vampir. Oder auch eine Malkavierin. Davon hat Ash bisher noch keine andere getroffen. Und wer ist der Rest von euch so? Listen, it's like I've told you types about 1000 times now. We know we can't hunt round here, alright? We're minding our own business. No reason to hassle the weaklings. Hä? Lass uns Worte austauschen hier und... Nein, Tyrik will nicht reden. Hast du mit Baseballschlägern bewaffnete Stranddämonen gesehen? You got a mighty strange way of saying things, mate. But if you be looking for those nasty looking blokes always stomping through here, you should try up there through the chain link gate. Erzähl mir die Geschichte dieser kleinen Gruppe hier. You mean you ain't here to run us off? Nö. We're getting pretty sick of it. Someone's sighting Domain or in the worst case is hunting us for sport. Wer ist denn der Jäger und warum? Don't know. We all seem to have come down with the same disease. Oh, hell, who am I kidding? We're a bad horror show, right? We seem to be the runts. The mistakes. You types call us thin bloods. I say we're all equally screwed. Thin blood, dünnes Blut. Huh. Das Blut wessen Clan will, interessiert ihn nicht. Ich verschwinde. Ich habe ja keine Geduld mehr. Where did you go? Also hier oben sollen die sein. Gucken wir nochmal.
Tirik ist auch nicht so unbedingt der Anschleicher-Typ. Das heißt, er wird einfach die Baseball-Keule rausschnappen. Und losprügeln. Hey, du. Shit! Tot. Frisch aufgeräumt. Sprengstoff. Und eine Pistole. Geld sollte hier auch noch sein. Das ist erst gleich aufgefallen, als sie reingekommen ist. Geldumschlag. Zack. 250 Tage. Gut, gut. Fehlgeschlagen. Dann geht Ash doch mal in sich, denn sie hat ein paar Erfahrungspunkte. Sicherheit. Schlösser und Sicherheitssysteme. Das einmal steigern. Und kostet 4. Ugh. Also wirklich viel kann sie damit noch nicht anfangen, mit dem, was sie bisher gelernt hat. Irrsinn. Jeder in der Nähe erleidet milde Halluzinationen und einen Abzug von 2. Massenwahn, das klingt schon gut. Ein Maß für die Fähigkeit ist direkt das kleinste oder versteckte Details zu entdecken. Ja, das kommt damit. Oh, kostet 3. Ja, nee, da muss Sicherheit vorerst reichen. Reicht das jetzt für das Schloss? Sonst muss ja, das Blut gestärkt werden. Hätte. Aber ja, Tirik schleicht nicht. Das Licht noch ausschalten können. Aber das Wichtigste ist. Oh, was haben wir da? Messer. Irgendwo lag auch noch eine Pistole rum. Schläger haben wir schon. Messer haben wir schon. Ein Autoradio, das können wir verkaufen. Also wir haben jetzt schon ein Autoradio und noch anderen Klimbim. Wir haben nur noch keinen Händler.
Das sollte recht weit oben auf der Prioritätsliste liegen. Geld wird nämlich für alle Persönlichkeiten in irgendeiner Form wichtig sein. Mit diversen Abstufungen. Außer also vielleicht Gerogon, der schert sich da nicht so sehr drum. Das heißt, wir tingeln jetzt mit dem Sprengstoff zurück zu dem geflügelten Dämon. Mercurio halt. Hier noch irgendwas Neues? Evening. Du klingst wie ein bluter Rasenmäher. Oh, das ist gemein. Ja, aber Tyrik ist nicht gerade bekannt für seine nette Art und Weise. It's nothing. Du redest mit jemandem, der nicht hier ist. Easy. Ja, alles gut. Also die scheinen wirklich sehr schwach zu sein und leicht einzuschüchtern. Könnten vielleicht für irgendeine Persönlichkeit später nochmal interessant werden, aber jetzt nicht unbedingt. Das heißt, Tyrik macht noch eine Runde hier um den Block. Ob hier irgendwas Interessantes ist. Aber er spürt schon, wie die nächste Persönlichkeit zum Vorschein kommen möchte. Ja, okay. Oje. Das ist ein recht auffälliger Mord. Sie haben den Tatort am Pier angesehen, konnten aber nichts Besonderes über den Mörder herausfinden. Außer, dass er besonders brutal und bestialisch vorgeht. Wir haben für Mercurio das Astrolite geholt und Mr. Strauss, das ist die Persönlichkeit, die diesen doch recht extravaganten Brief geschrieben hat, der von Tyrik nur zur Hälfte gelesen wurde. Irgendwas in Downtown, Haussuchen, ein komisches Gedicht. Ne, andermal.